Da hat sie einfach den Mistelzweig vergessen. Komm ich da hin? Nein. Bin ich jetzt echt so blind, dass ich dieses doofe Ding nicht sehe? He saw who she could be. He saw who she really was. Ist das hier das? He saw the warrior within. Ich hätte jetzt fast gesagt, hier das Licht, aber irgendwie ist das auch nicht. Aber hat da. Ah, warte mal. Ja, okay. Das Licht reflektiert das und dann kommt doch hier die Rune, oder? Das ist sie doch. Das ist sie doch, das ist sie doch. He didn't believe that she was cursed. Yes, yes. When everyone else turned their backs. Ah, sehr gut. You've got it. Ja, weil ich so awesome bin. He's gone. He's in the dark world. Ja, er ist in der Dunkelheit. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. He's in the other world. The dark world. Without you. Ja, wir müssen jetzt einmal wieder komplett rüber. Da ist er. Unser kleiner Dirigen. Der uns eigentlich nur Gutes wollte. Und wahrscheinlich ist er der Einzige, der wirklich zu uns gehalten hat. Selbst der Vater war ja sehr skurril. Das war ja in der letzten Folge ein bisschen strange. Und ich glaube, allein deswegen, weil Dirigen eigentlich der Einzige war, der uns geliebt hat und dem wir vertrauen konnten, blind tatsächlich, weil er zu uns gestanden hat. Deswegen ist, glaube ich, auch das Verlangen so groß, ihn hier rauszuholen. Er hat nichts Schlimmes gesagt, nichts Schlimmes getan und wird dafür jetzt eigentlich bestraft. Goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Hoth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Hoth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Hoth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. You're still alive and dead. And for this, Hoth is slain. How does that make you feel? Ja, das ist Loki, sich die eigenen Hände nicht schmutzig machen. Sich die eigenen Hände nicht schmutzig machen. Nobody will ever. Can I remember what love feels like? Look what happens to the thing she loves. She destroys the thing she loves. Nee, Moment. So. So, oder? Ja. Das hat noch gereicht. Oh, ich musste gerade gehen, sorry. Also sich die eigenen Hände in den Schmutz machen, ich muss schon wieder gehen. Aber dann das auf andere abwälzen, das wollte ich sagen. Your curse has claimed Dillion. Poor Dillion. He didn't know he was kind. Schon wieder zwei. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband and the pyre is lit, sending the dead to hell.
But even so, the gods cannot accept his death. Götter konnten seinen Tod nicht akzeptieren, haben sie ihn vielleicht zurückgeholt. Das ist ein Hinweis darauf, was wir gleich tun müssen. Da hinten ist wieder Dillian. Dann machen wir das hier mal wieder. Drei Runen brauchen wir. Years have passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. Why didn't she listen to her father? But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past. And Dillian. Her future. Two realities tearing at her soul. Dillian doesn't know who killed him, but we do. Dillian weiß nicht, wer ihn umgebracht hat, aber wir wissen es. Okay. Kann es sein, dass wir vielleicht ein oder zwei Runen auch anderweitig noch bekommen? Ja, hier ist eine Rune, da kommen wir nicht hin. You broke him, you killed him. She couldn't see the darkness within you. Zeit dafür. Okay, die ist noch verschlossen. Das heißt aber dann, wir müssen wieder in die andere Welt. Deswegen ist wieder das Gesicht da unten. Oh, was ist das denn? Oh, krasser Scheiß. Hallo. Mal, da ist direkt das, was wir wollen. Saved her. You owe your life to Dillian. You owe everything to him. Und dann kommen wir da auch weiter. So, jetzt machen wir erstmal hier diese. Oh, wir müssen jetzt echt einmal. Oh Gott. Natürlich. Einmal außen rum, bitte. Und jetzt häufen sich aber die Geschichten. Overcome with grief. The gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Das kann sein. Fragt sich natürlich, was Loki davon hat, außer seinen Spaß. Was? Mm.
Das ist doch jetzt nicht wahr. Okay, weil, damit wir jetzt diese Tür geöffnet haben. Jetzt müssen wir wieder zurück. Um dann in der dunklen Welt dann tatsächlich mal die Rune zu kriegen. Beziehungsweise, glaube ich, müssen wir noch 10-mal hin und her. Denn hier ist keine Rune. Aber hier ist die Brücke. Das heißt... Ach, das wird so anstrengend. So. Jetzt da raus. Hallo, Dillian. Einmal winken. Hallo. Dann hier wieder rein. Dann ist das Tor auch auf. Ist ein bisschen hin und her gerannt hier, ne? So, und dann... Nein, das ist nicht meine Schuld. Hört auf. Ihr seid doof. Klappe. So. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, machen wir es richtig. So, jetzt fall hier nicht runter, dann kriege ich einen Schreikampf. So, und jetzt. Hahaha. Tada. What if this is pointless? What are you doing? Why did you think you could make this work? You keep seeing runes. You see runes everywhere. Everywhere. What if they're not real? What if they don't actually make sense? Da ist ja auch so eine Masse. Genau, jetzt fehlt nämlich noch... Das ist eigentlich sehr gut gemacht. Ich dachte eigentlich, wir müssen dann hier wieder in die dunkle Welt, dann runterlaufen und dann hier wieder in die andere Welt. Aber das ist zum Glück verbunden. So, das sieht doch aus. Das war jetzt echt Zufall. Wie kriegen wir das denn? Oder auch nicht? Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht der Pfeil. Oder? Kann man das so nehmen? Ah, warte. Do you remember the smell of his neck? Yeah. What if they're all about wasting your time just delaying? Okay, und das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht mehr nach oben laufen, sondern hier hin. What do you think she's doing? You're special. Willkommen zu Dillian. They mean nothing. Schatzi, Hasi. Die sind auf dem Weg. Wenn du nicht jedes Mal abhauen würdest. Ach, du liebe Zeit. Okay. Dillian! Er winkt uns. Wir sollen kommen. Jetzt lauf dich schon wieder weg. Dillian never much cared for the underworld. And looked dimly upon the Druids, like her father, Zinbal. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, learned to see the world through his eyes. And slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Go to him. That's it. Quicker. Perfekt. Ich glaube nicht, dass das eine Umarmung sein soll. So hing der doch an dem Baum. Oder an dem Kreuz oder so. Oh, okay, er wollte einfach nur springen, oder was? Genua. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, only you can see just to be rid of your nightmares?
Or is this the price you pay for the gift you have? The gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I'm not. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking them from the inside. You're disappearing one memory at a time. Das war die letzte Prüfung. Every time you remember, it disappears. Ich glaube, wir können jetzt zum Schwert. They're gonna take everything you have. The memories of ghosts. They belong to the gods, not to you. They're eating you from the inside. They want to kill you. Ach, jetzt müssen wir noch einmal ausnehmen. Okay. They want your body. They want your soul. Sekunde. They want your mind, and they're going to take it. The memories were yours, but they're the gods now. Nothing is yours. Wobei ich ja eigentlich sagen würde, wenn ich so auf die Uhr schaue. Ja doch. Wenn ich so auf die Uhr schaue, dann kotzt ihr im Strahl. Ich mache nämlich jetzt einen Break. Ich muss nämlich noch das andere Spiel aufnehmen. Und ja, momentan habe ich an den Wochenenden echt einen straffen Zeitplan. Das heißt, Freizeit fällt ein bisschen flach, wenn man YouTube nicht zur Freizeit zählt. Ist ja eigentlich mein Hobby. Also, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und das Schwert holen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, dann... Bleibt dabei. Bis denne. Ciao, ciao.